Hallo Hertha-Fans und herzlich willkommen zum Auslaufen nach dem Spiel gegen Hannover 96. Neben mir steht er, Jordan, der MVP des Matches. Höchstpersönlich, Jordan, Tore haben wir ja von dir schon ein paar Mal gesehen, aber ein Tor und eine Vorlage. Was hast denn du gestern gefrühstückt? Ja, das ist normal. Also ich bin, glaube ich, relativ spät zum Frühstück gegangen mit Tino. Ja. Und dann eigentlich schon am Abend gegessen. Und ja, dass mit dem Tor und der Vorlage der Mannschaft helfen konnte, freut mich sehr. Ja, war überragend. Die Flanke kam von Tino. Habt ihr die so einstudiert, die Flanke auf die Fans von Rüdiger Stadt? War die Flanke einstudiert, so auf dem kurzen Posten? Nee, also wir haben das schon im Training geübt, aber bei den ersten Ecken kam der Ball auf den ersten Pfosten, war keiner da, dachte ich mir, bei dieser Ecke gehe ich mal auf den ersten Pfosten, hat dann zum Glück geklappt. Ja. Also die Schwachstelle gut erkannt. Ja, du und Tino, ihr seid ja momentan eigentlich unser Trend. Ihr spielt zusammen Call of Duty, tanzt durch die Kabine. Richtig schöne Bromance habt ihr da, ziemlich beste Freunde, kann man so sagen, oder? Ja, schon gute Freunde geworden. Also auch als er nach Berlin gekommen ist, haben wir uns super verstanden, Tino und ich. Und sind jetzt sowas wie Brüder. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass ihr da richtig viel Spaß miteinander habt. Ja, genau. Und dann wollte ich dich natürlich auch noch ansprechen auf den Jubel. Ihr habt ja dann den Shoot-Dance habt ihr ausgepackt, obwohl es ja eigentlich ein Kopfballtor war. Ne? Also Shoot heißt übersetzt Schießen, für die, die es nicht wissen. Das war auch geplant? Ja, es war schon geplant. Wir haben viele gefragt, was ich denn für ein Torjubel mache. Ich habe gesagt, ich mache den. Ja. Und eigentlich wollte ich noch mit Tino einen Handschlag machen, aber habe den leider vergessen. Tut mir leid, Tino. Aber wer denkt, dass er besser in FIFA oder Fortnite ist, der muss auch damit rechnen, dass ich ihn auch mal beim Handschlag vergesse. Eiskalt. Da kennt Jordan keine Gnade. Ja. Und wir haben ja auch gesehen, dass Davy sich ein bisschen lustig gemacht hat auf der Zugfahrt über deine Frisur. Aber die hat sich ja jetzt richtig bezahlt gemacht mit dem Kopfballtor. Ne? Hat ja Davy da kommentiert, den Lachs schön gepflegt. Ja, schon nur meine Haare gekämmt. Ich glaube, alle Afrikaner kennen diesen Kamm. Wenn die Haare ein bisschen kraus sind, dann muss man die Haare pflegen und kämmen. Und ja, zum Glück habe ich es gemacht. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann ja auch noch die Vorlage, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Hast dich durchgetankt. Da ist der Mann, der sein 300. Bundesligaspiel geschafft hat, Vedat Ibišević. Glückwunsch an dieser Stelle an Vedat. Du hast dich links durchgetankt gegen den Gegenspieler und dann die Flanke reingebracht. Aber du hast nicht mal hingeguckt, während du die Flanke gegeben hast. Ja, nee, ich habe es ein bisschen von Neymar abgeguckt. Der hat es auch einmal gemacht. Bei ihm ist die Flanke nicht angekommen, bei mir ist sie zum Glück angekommen und deswegen freut mich das. Hat den Kopf von Vedator gefunden, hast du das Tor gesehen, wie der Ball im Netz eingeschlagen ist oder hast du da immer noch weggeguckt? Nee, ich habe nur weggeguckt, dann dachte ich, habe ich nur kurz hingeguckt, dachte ich, warum ist Vedator so frei? Ja. Dann hat er den Zug reingemacht und ja, ist gut. Du warst das erste Mal wieder in der Startelf nach dem Spiel gegen Wolfsburg, was am dritten Spieltag war, nach so langer Zeit mit der Achillessehne Probleme gehabt. Was war das für ein Gefühl jetzt, als du wieder auf dem Platz standest und dann so ein tolles Spiel erlebt zu haben? Ja, war ein geiles Gefühl, mit der Mannschaft wieder zu sein. Es war auch enorm wichtig für uns, weil wir waren 6 Spiele ohne Sieg. Und ja, das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele und wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt die nächsten Spiele wieder punkten werden. Ja, auf jeden Fall. Also Tor gemacht, Vorlage und zu Null gespielt, wie wir jetzt ja richtig erfahren haben. Hätte der Tag irgendwie besser laufen können gestern? Nee. Nein, nee, der Tag hätte nicht besser laufen können. Vielleicht noch ein Fortnite-Win, aber... Ja. John, starkes Spiel, richtig gute Performance. Wir gratulieren dir sehr herzlich und freuen uns auf die nächsten Spiele mit dir. Marco, we asked Salah if he had a question for you for this interview and he asked us to ask you why they call you Dr. Marco Grujic here at Hertha. Yeah, that's the new nickname. Pretty soon they said to me that, but yeah, the doctor, I don't know, I can try to understand that, like they say some players who are good with the ball, they say doctor, so maybe that's the one of the reasons. So because they're very surgical on the pitch, I assume then that might be the reason. Yeah, there might be a reason, and yeah, that's a good nickname. I would say I would like to anyway, everyone would like to have that nickname, and yeah, it's nice from the guys to hear from them. Yeah, Salah is always a jokester, but I think Dr. Grujic sounds pretty nice as well. Let's talk a little bit about the game that we had yesterday against Hannover. It was a very, very important win. We saw that you were ecstatic after Tino scored the equalizer last minute against Hoffenheim, so you must have been even more happy. Yeah, exactly. I saw that, and you were so happy, and now I assume that you were even more happy after the win yesterday. Yeah, of course. Even that one point, especially because we had the two goals down, and then we scored the two quick goals in the second half, so it was a really important point for us not to lose as well the game in front of our fans, and then the big game now yesterday as well. We won that game and very important 3 points before big game in Saturday again. For us, it's every game big game so far, so
we will try to finish this first half of season as best as we can, because I think we are in good form now and everybody feels good on the pitch, so we can win another game. Yeah, and I hope that you feel good as well now after coming back from the injury, similar to Jordan Torunariga, who had a fantastic game yesterday. You're back on the pitch, also back at 100%? Yes, from that point of view, my ankle doesn't feel anything, so it's good. Jordan as well had played really good game, scored goal and made assist, but the most important, yeah, that we won the game and 3 points, we didn't concede. That's another good thing. We had a clean sheet, and yeah, we will try to do the same next weekend and we win the game. Yeah. Talk to me a bit about you and Arne Meyer, the connection in the midfield. You looked fantastic in the first couple of games in the season, and now the connection is picking back up now that you're back on the pitch. What do you think of him, and how good is the chemistry between the two of you? Yeah, and me and Arne, and I would add Andre as well, when he play in front of us, I think we are all good on ball and we are good technically, so we can made a few shorted passes before we give to our attackers, and they are as well very skilled with the ball. So now I think we are a very technical team, and we can create a lot of chances. I think we can still improve a little bit that defending like a team, all together, to be behind the ball and don't concede a lot of goals. But I think attacking, we create a lot of chances, and we can, yeah, we work for the team in attack positions, and of course we have to help our defenders. On the way back, after Hannover on the bus, we saw on Instagram that you played a little bit of Football Manager. Can you tell us a bit about that? Are there any upcoming Hertha talents that you have on your team? Yeah, that's surely my favorite video game, and I'm playing that since I was like 12. Mm. And every new manager, as soon as they release the new one, I always buy like first day. And yeah, I'm really, really enjoying playing that game. I started this new one with Hertha 2 years, but I was too good. Then I had some offers from some best clubs in the world, so I accepted one of them. I'm right now in Milan, yeah. AC Milan from Italy, and I'm doing really good. So yeah. One day I will be the good coach, I think. That sounds great. So a career after your professional career as well. That's perfect, yeah. So now we have about one third of the season is through. So talk to me a little bit about how you're feeling here at Hertha, and what the atmosphere is like for you here with the team. Yeah, from the first day, I felt really, really welcome here, and everyone I adapted really, really good. I didn't have any problems with the staff, and on a pitch and off pitch, I had really great things so far. I played just 6 games, if I'm correct, but I'm really enjoying the Bundesliga, and the league is so offensive and open, and every team wants to play the football and win the game. So it's really enjoying to be the part of club and Bundesliga and the city. Of course, the Berlin is capital city and very big city. I came as well from Belgrade, from Serbia, the biggest city, but the Berlin is a bit bigger, and it's really nice, offers some nice things and restaurants and everything. So I feel really, really nice and great, and I'm looking forward to this season. That's great to hear. We're very happy to have you here, and we look forward to many more games with you, Marco. Thank you very much.